Der heutige Vortrag hat den Titel Leiden oder Zufriedenheit und Freude, wobei ich den Fokus mehr auf Zufriedenheit als auf Freude legen möchte, weil wenn ich bei mir schaue, bin ich oft mit Zufriedenheit recht zufrieden. Also im Gegensatz zu Unzufriedenheit. Also ich finde Zufriedenheit schon eine sehr heilsame, angenehme Geistesqualität. Der Buddha sagte, dies allein lehre ich euch, das Leiden und die Aufhebung des Leidens. Und er sagte auch, es gibt kein größeres Glück als den inneren Frieden. Und die Legende sagt, dass der spätere Buddha ein Königssohn war. Es kann sein, dass er ein Sohn eines Dorfvorstehers war. Auf alle Fälle war er ein Kind einer höheren Familie in der Gegend, in der er gelebt hat. Aber eben wie es Legenden so an sich haben, man glorifiziert gerne ein bisschen. Man kann es sich dann auch besser merken. Auf jeden Fall war Siddhartha Gautama, wie sein Name war, gewillt, den Wahrheiten des Lebens auf den Grund zu gehen. Also er wollte sehen, was uns eigentlich durchs Leben treibt. Und auch die Legende sagt, dass der Grund dafür war, dass er mal auf einem Ausflug außerhalb des Palastes oder außerhalb des Hauses mit Alter, Krankheit und Tod konfrontiert wurde. Das heißt, er hat das erste Mal gesehen, dass Menschen wirklich alt und gebrechlich werden, dass sie krank sind, also dass sie körperlich leiden auch und dass sie eben sterben. Scheinbar wurde das bis dahin von ihm ferngehalten. Also diese Tatsache, dass zu diesem Leben auf diesem Planeten in dieser Form eben Leiden gehört, dass das unvermeidlich ist. Er verließ sein Elternhaus, seine Frau und Kind und machte sich auf die Suche nach Lehren, nach spirituellen Lehren. Und zur damaligen Zeit war es sehr üblich, asketische Praktiken zu üben, das heißt, man versuchte sich durch Erniedrigung des Körpers, durch Verneinen der materiellen Ebene, eben über das Körperliche, über das Leidhafte zu erheben. Und das sind, es gibt heute noch solche Praktiken, asketische Praktiken, man versucht fast ohne Essen zu sein. Es gibt Weltrekorde, ich habe gelesen, es hat einer 17 Jahre stehend verbracht, zum Schlafen an einen Fels oder an einen Baum gelehnt. Ein anderer hat 25 Jahre einen Arm in die Höhe gehalten. Andere stehen Monate auf einem Bein oder sitzen Monate auf einem Pfahl, einfach um sich über diese körperlichen Regungen, vor allem natürlich über Lust, über das Verlangen zu erheben. Buddha hat dann auch, also der spätere Buddha, Buddha heißt ja der Erwachte oder das Erwachen, also Siddhartha Gautama hat sich auch jahrelang in diesen Praktiken geübt, hat aber erkannt, dass das für ihn nicht die letztendliche Freiheit brachte. So hat er sich wieder von seinen Asketenfreunden abgewendet und hat selber weiter praktiziert. Vielleicht, oder ich bin mir ziemlich sicher, habt auch ihr schon Unzufriedenheit, Langeweile, ich weiß nicht recht was, einfach so die leichten oder gröberen Unzufriedenheiten im Leben erlebt. Und vermutlich auch eben genau hier diese Tage noch intensiver, weil wir ganz viel von unseren Ablenkungen weglassen und viel mehr konfrontiert sind eben mit unserem Geist, mit unserem Körper. Ganz einfache Dinge, das Wetter ist regnerisch statt sonnig oder das Wetter ist so wunderbar sonnig, während wir im Retreat sitzen und es wäre doch so gutes Wanderwetter. Oder wir haben uns ein neues technisches Gerät angeschafft und das hält nicht genau unseren Wünschen stand. Oder wir haben Knatsch in der Beziehung oder wir leiden unter Kritik. Ja, es ist einfach immer wieder mal Unzufriedenheit da. Also das Leben präsentiert uns immer wieder Situationen, die nicht genau dem entsprechen, was wir uns erhoffen. Und die größte Freude, die lustvollsten Augenblicke sind irgendwann vorbei,
Manchmal entschwinden sie so langsam und manchmal macht's puff und die lösen sich einfach auf. Das heißt, auch in diesen angenehmen, schönen Augenblicken liegt schon das Unbefriedigende drin, weil sie sich eben verändern werden und irgendwann vorbei sind. Und zum Glück geschieht das natürlich auch mit dem Unangenehmen. Auch das ist irgendwann vorbei. Wir können uns also nicht darauf verlassen, dass wir durch äußere Umstände Zufriedenheit und Glück, dauerhaftes Glück erfahren können. Doch genau das, diese Hoffnung haben wir immer wieder, dass wir, wenn wir es mal so hinkriegen würden, perfekt hinkriegen würden, dann wären wir glücklich. Und genau das ist der Ansatzpunkt, wo die Werbeindustrie einhängt. Es wird uns auf jedem Plakat, in jeder Radio- und Fernsehwerbung irgendwas versprochen, wenn du das hast oder jenes hast, dann bist du glücklich. Und das ist natürlich wieder die Räuberbande von gestern. Also so die, dass wir eben dran glauben, immer wieder irgendwo dran glauben, wenn wir es nur noch ein bisschen anders hätten oder ein bisschen besser machen würden oder noch was zusätzlich hätten, dann. Es gibt das Gleichnis vom Juckreiz. Das Kratzen gibt, wenn jemand eine Hautkrankheit hat, bei der ein beständiger Juckreiz auftritt, ein gewisses Gefühl der Befriedigung. Aber noch glücklicher ist der Mensch, wenn er ganz von dieser lästigen Hautkrankheit befreit ist. Ebenso geben die weltlichen Freuden ein gewisses Maß der Befriedigung. Aber noch glücklicher ist ein Mensch, der frei ist von Verlangen. Und wir sind eigentlich fast ununterbrochen, und zwar meist subtil und im Alltag eben unbemerkt damit beschäftigt, unsere momentane Erfahrung zu optimieren. Also immer ein bisschen an diesem Optimierungsschräubchen zu drehen, dass es dann noch ein bisschen besser und angenehmer werde. Und hier im Retreat kann das sein, bisschen rutschen auf dem Kissen, nur ganz subtil, man sieht's ja, man kann es so fein machen, dass man es gar nicht sieht von außen und trotzdem bringt es eine kurze Erleichterung. Aber wie wir immer wieder erfahren, es kommt dann einfach wieder zurück und dann braucht es wieder ein Justieren. Und im Alltag, zum Beispiel, wir sitzen auf dem Sofa, lesen Zeitung oder ein Buch, dann geschieht das oft sehr, sehr unbemerkt. All die kleinen, feinen Bewegungen, die immer, eigentlich immer dann geschehen, wenn es ein bisschen unangenehm ist. Sonst hätten wir ja gar keinen Anlass, uns zu bewegen. Ich denke, es ist ganz wichtig, es geht in dieser spirituellen Praxis nicht darum, uns vom Angenehmen, uns das Angenehme zu verbieten. Das Angenehme, das Schöne ist ganz schön und das sollen wir auch genießen. Das ist ganz wichtig. Aber wenn wir eben genau hinschauen, da ist was Angenehmes. Zum Beispiel, ich kenne das gut, ein Schluck Kaffee und was macht's? Ein Biskuit dazu. Dann wär's besser. Oder was auch immer, es ist einfach immer noch was als Ergänzung, dann wär's eben noch besser. Oder die Wanderung, aber die Aussicht könnte doch ein bisschen besser sein. Oder die Luft könnte klarer sein. Oder ich könnte weniger müde sein heute. Was auch immer. Es gibt immer was rumzumäkeln. Bei mir. Vielleicht ist das bei euch anders. Oder besser gesagt, es gibt nicht immer was, aber oft tut es eben. Das heißt, wir suchen eigentlich fast ständig nach dem nächsten Reiz, der uns mehr erneute und eben hintendran der Glaube dauerhafte Befriedigung verschaffen könne. Und so sind wir im Leben eigentlich immer ein bisschen nach vorne gelehnt. Also immer darauf aus, was Neues zu erhaschen und können uns relativ selten einfach hier niederlassen. Und das ist ja genau das, was wir hier immer wieder versuchen uns in der gegenwärtigen Erfahrung niederzulassen, einfach hier zu sein mit dem, wie es gerade jetzt ist. Und eben die Frage, kann ich zufrieden sein mit dem, wie es gerade jetzt ist? Egal wie die Erfahrung ist. Der chinesische Meister Hui Hai wurde einmal gefragt, ob er sich überhaupt noch im Tao, also in der Praxis,
oder in der Methode oder im rechten Weg übe, weil er war eben schon ein Meister. Und er antwortete aber selbstverständlich. Und dann die Rückfrage, ja und wie geschieht das? Wenn ich hungrig bin, esse ich, wenn ich müde bin, schlafe ich. Ja, aber machen das nicht alle Menschen so? Durchaus nicht, durchaus nicht. Ja, wieso denn nicht? Die meisten Menschen sind in Wirklichkeit, wenn sie essen, in Gedanken woanders. Oder wenn sie schlafen, dann ist es nicht ein tiefer Schlaf, sondern sie träumen von tausend und einem Ding. Das ist der Unterschied. Das heißt, er war einfach bei dem, was er tat, was er erfahren hat. Und ein bekannter westlicher Vipassana-Lehrer erzählt von sich die Geschichte, dass er früher in den Anfängen seiner Praxis mal sehr, sehr angenehme, sehr schöne Geisteszustände erfahren habe und dass er danach mehrere Jahre versucht habe, diesen Zustand wieder zu kreieren. Er hat versucht, in derselben Art zu sitzen, dieselben Sachen zu denken, den Geist auf dieselben Objekte auszurichten. Erfolglos. Und dies ist ein schönes Beispiel, wie wir durch das Streben nach angenehmen Erfahrungen und eben das Vermeiden von unangenehmen Erfahrungen ziemlich durchs Leben getrieben werden. Also wenn ich genau hinschaue, wie das läuft, dann sind das wirklich sehr oft die Motivatoren für das, was als nächstes kommt, wohin es mich stößt oder zieht. Angenehmes wollen, unangenehmes vermeiden. Das sind so die Weichenstellungen. Zumindest eben so lange, wie wir uns dessen nicht bewusst sind. Und genau dies ist eigentlich der wichtigste, der grundlegendste Aspekt, den wir hier üben. Uns unsere Erfahrungen in Körper, Herz und Geist bewusst zu werden. Das heißt, wir üben hier ganz konkret mit angenehmen wie auch mit unangenehmen Erfahrungen in Körper, Herz und Geist zu sein, sie einfach zu sehen, zu spüren und damit sein, eben damit einigermaßen in Frieden sein. Und das heißt nicht unbedingt damit glücklich sein, aber manchmal können wir einfach akzeptieren, aha, jetzt ist es so. Und ich muss nicht viel Energie aufwenden, um was anderes zu haben oder um das loszuwerden. Und eigentlich können wir ja die momentane Erfahrung überhaupt nicht verändern, weil sie ist jetzt genauso, wie sie ist. Wir können Einfluss nehmen, wie sich die Zukunft präsentieren wird. Also eben indem wir Metta, liebevolle Güte praktizieren, können wir unseren Geist in eine liebevolle Haltung bringen. Und dann ist die Möglichkeit, die Chance größer, dass der Geist eben in dieser Haltung weitergeht, bis halt ein anderer Einfluss kommt, der wieder was anderes hochkommen lässt. Das heißt, wir haben Einfluss auf das, was kommt. Aber das, was jetzt ist, das ist, wie es ist. Wichtig ist also, wir können den jetzigen Moment nicht verändern. Wir können ja, wie wir immer wieder sehen, nicht mal die Gedanken beeinflussen, die da im Moment aufsteigen. Aber die Frage ist immer, wie gehe ich damit um? Also welche Haltung habe ich der Erfahrung gegenüber? Und wir können das dann, wenn wir erkennen, was eben in Körper, Herz und Geist vor sich geht, wenn wir erkennen, dass das nicht hilfreich ist, dass das nicht heilsam ist für uns und dann natürlich auch für andere, können wir eben beginnen, ein bisschen Weichen zu stellen, eben den Geist auf Heilsameres auszurichten. Also wie kann ich mit dem sein, wie es jetzt ist, statt nach was suchen in der Zukunft oder von was träumen, das mal in der Vergangenheit war. Vipassana heißt ja klares Sehen oder Erkennen, eben sehen, wie die Dinge wirklich sind, wie sie die Natur der Phänomene erkennen. Und eben das, was wir von Moment zu Moment sehen, ist einfach die momentane Erfahrung. Es ist nicht mehr als das, wie es genau jetzt ist. Da ist vielleicht Spannung im Schulter-Nackenbereich. Und das ist etwas, das ihr höchstwahrscheinlich ab und zu mal erfahrt. Ist völlig normal, wenn man sich lange sitzen nicht gewohnt ist. Wenn der Körper sich das nicht gewohnt ist, treten einfach Spannungen auf. Schmerzen. Unwohlsein im Körper.
Oder das sind ärgerliche Gedanken, neidische Gedanken, lustvolle Gedanken. Gedanken, die einfach aufsteigen aufgrund der Bedingungen, wie sie jetzt herrschen. Vielleicht war vorher ein Gedanke, der den nächsten Gedanken eben in diese Richtung beeinflusst hat. Oder der Nachbar, die Nachbarin atmet zu laut oder die da vorne reden zu viel oder zu wenig, was auch immer. Da steigen ärgerliche Gedanken auf, zum Beispiel. Also das ist die Erfahrung, wie sie gerade jetzt ist. Ärgerliche Gedanken, verlangende Gedanken. Was machen wir damit? Üblicherweise folgt auf die Erfahrung, also auf die Erfahrung, wie sie ist, folgt eine Bewertung. Sie ist entweder angenehm oder unangenehm oder irgendwas dazwischen. Und dann folgt eine Bewertung aufgrund unserer Konditionierung. Also das ist gut, was hier läuft, oder das ist schlecht, was hier läuft. Also Mist, schon wieder diese Spannung. Oder ich sollte nicht ärgerlich oder eifersüchtig sein. Eine gute Meditiererin, ein guter Meditiererin, Meditierer ist gelassen und liebevoll. Oder ähnliche Gedanken. Oder auf die andere Seite, wenn es mal angenehm ist, entspannt, wenn es sich weit anfühlt, oh, jetzt habe ich's. Und dann im nächsten Sitzen natürlich eben versuchen, ich hab's jetzt rausgekriegt, wie es geht. Und dann ist vielleicht Unruhe, Schläfrigkeit und schon ist wieder Frustration da. Und oft identifizieren wir uns mit der Reaktion auf das, was da geschieht. Also die Bewertung, die geschieht, das bin dann irgendwie ich. Ich bin verspannt, ich bin eifersüchtig, ich bin ein guter Meditierer, ich bin entspannt, ich bin gelassen, ich bin ungeduldig, ich bin geduldig. Aber eigentlich ist einfach Geduld die momentane Erfahrung oder Ungeduld die momentane Erfahrung oder ärgerliche Gedanken oder lustvolle Gedanken oder kummervolle Gedanken. Aber wir machen da immer was für uns selber draus. Und diese Identifikation ist eigentlich das viel größere Leiden. Also mit dem schaffen wir uns das eigentliche Leiden. Es kann sein, dass ärgerliche Gedanken unangenehm sind. Und sie sind auch, vor allem wenn wir sie dann noch austragen würden, sind sie auch unangenehmer für unsere Umgebung. Aber eigentlich ist einfach eine Emotion, eine Empfindung im Körper und Gedanken, die dazu korrelieren. Und nicht mehr als das. Aber dann kommt eben unsere Bewertung, ich sollte nicht ärgerlich sein, vor allem noch, jetzt bin ich in einem 1-, 2-, 3-, 4-wöchigen Retreat und da ist immer noch Ärger, da ist immer noch Langeweile, da ist immer noch Frustration. Ich schaffe das ja gar nie, ich kann das gar nicht. Das ist nicht das Richtige für mich. Oder die da vorne haben es nicht richtig erklärt, darum checke ich es nicht. Was auch immer dann läuft. Also wir geben auf dieses erste Unbefriedigende oder auf dieses erste Leiden schaffen wir noch mehr dazu. Das heißt, wir können dann eben bewerten, ich sollte nicht ärgerlich sein. Dann merke ich, oh, ich bewerte, ich sollte ja gar nicht bewerten, haben die gesagt, weil bewerten ist nicht gut. Das heißt, es ist eine endlose Kaskade von immer neuen Verurteilungen, immer neuen Abwertungen zum Teil. Und daneben diese Identifikation, also das Konzept, ich bin der, der so und so und so. Ich bin ein guter Meditierer, ich bin ein schlechter Meditierer, ich bin ein kraftvoller Mensch, ich bin ein Schwächling, was auch immer. Also diese Bilder, die wir von uns haben, diese Konzepte, und wir schauen eigentlich immer durch diese Linse auf die Welt. Und selbstverständlich schauen wir auch hier, wenn wir auf dem Kissen sitzen, durch dieselben Linsen. Wir können nicht einfach unsere Optik auswechseln. Ich denke, sonst hätten wir es schon lange gemacht, hätten wir die Erleuchtungsoptik aufgesetzt. Zu diesem Thema von immer wieder gleich schauen, habe ich die sogenannte Bratkartoffelgeschichte. Wir stehen in der Schlange da vorne zum Essen schöpfen. Und es war jetzt gerade, glaube ich, gestern soweit, es gab Bratkartoffeln, meine geliebten Bratkartoffeln. Und die Geschichte, wie sie hier ist, entsprach nicht gestern der Realität, aber sie lief schon einigermaßen so ab.
Das heißt, ich stehe ziemlich weit hinten in der Schlange, komme langsam weiter nach vorne, eben meine Bratkartoffeln, meine geliebten Bratkartoffeln und dann noch die rechte Salatsoße dazu, das liebe ich, dann kann man die ein bisschen vermatschen und dann schmecken sie wirklich gut. Aber die Person vor mir hat wirklich die letzten Kartoffeln geschöpft. Wie unachtsam, jetzt sind wir miteinander im Retreat, ich spüre doch, dass ich da hinten bin und so weiter. Also was da so läuft. Wenn ich jetzt die Person das nächste Mal sehe, irgendwann sehe ich sie ja wieder, wenn wir zusammen im Retreat sind, ist das dann immer noch die Person, die mir die letzte Kartoffel weggegessen hat? Oder kann ich sie wieder neu anschauen? Also eben habe ich immer noch dieselbe Optik. Und dieses nicht mehr identifiziert sein mit diesen inneren Bildern, also mit den Konzepten, wie ich alles, wie ich meine eigenen Erfahrungen anschaue, wie ich meine eigene Identität sehe, wie ich andere sehe. Also das nicht mehr identifiziert sein, das ist eine riesige Freiheit. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Lernprozess, den wir hier machen, eben immer wieder diese Bedingungen zu erkennen. Was führt eigentlich zu was? Ich mache die und die Erfahrung und dann folgt die nächste Erfahrung draus. Also zu sehen, wie die eigentlich miteinander verknüpft sind. Das sind also ganz grundlegend gesehen einfach Sinneserfahrungen. Wir sehen mit den Augen, hören mit den Ohren, riechen mit der Nase, schmecken mit der Zunge, spüren mit der Haut und in der buddhistischen Psychologie, wir denken mit dem Geist. Also das Denken, die inneren Bilder, das ist der sechste Sinn. Und auf jede dieser Sinneserfahrungen folgt eben eine Bewertung, eine innere Bewertung. Und ich glaube, dass ganz viele dieser Bewertungen sehr sozial und kulturell konditioniert sind. Je nachdem, wie wir aufgewachsen sind, in welchem Milieu, kann das ganz anders aussehen. Also vielleicht in einem Milieu sind Hass, Aggression sehr gute, also Qualitäten, die zu fördern sind, weil man sich dann durchsetzen kann mit diesen. In einem anderen Umfeld sind liebevolle Haltung, Mitgefühl die höchsten Qualitäten. Das heißt, es sind dann ganz andere. Dieselbe Erfahrung bewerte ich dann ganz anders, wenn ich anders konditioniert bin. In der Meditation haben wir oft den Anspruch, und ich glaube, dass ich da nicht der Einzige bin, und ich habe das vor allem in frühen Jahren meiner Praxis sehr, sehr intensiv erfahren, den festen Glauben oder das Wissen, ich muss irgendwas ändern, dass es dann eben richtig ist. Und das führt zu sehr viel Anstrengung. Und ich denke, das ist bei uns auch relativ stark kulturell verankert. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Das heißt, wenn wir uns anstrengen, da kommen wir irgendwo hin. Da bringen wir es zu was. Und eben auch diese Haltung bringen wir hier aufs Kissen. Das heißt, wir strengen uns an. Und das ist natürlich eine sehr gute Qualität. Weil wenn wir Ziele haben, dann können wir auch die Energie aufbringen, um in die Richtung zu gehen. Aber die Frage ist dann immer, verkrampfe ich mich zu fest darin? Das ist so eine, immer wieder eine Gratwanderung von Anstrengung und Loslassen. Und es ist auch meine Erfahrung, ich habe mir früher immer vorgestellt, das sogenannte Erwachen oder die Erleuchtung heißt, ich muss ein anderer Mensch werden, ich muss irgendwie meine Persönlichkeit loswerden, ich muss eine neue Persönlichkeit, also das Erwachen ist ganz einfach eine neue Persönlichkeit. Und ich glaube nicht mehr dran, weil ich merke immer mehr, dass so die grundlegenden Muster, die uns eben antreiben, die bleiben einfach bestehen. Aber die Frage ist, wie gehe ich damit um? Also eine andere Sichtweise kriegen, was auch gestern das Hauptthema war. Dass ich mit anderen Augen, eben mit einem anderen Filter oder mit einem viel weiteren Blick auf das sehen kann, was da ist. Und nicht grundlegend etwas ändern muss. Wir müssen, und das ist wieder die Aussage vom Anfang von Buddha, wir müssen erkennen, mit was wir uns Leiden schaffen und lernen Methoden, Techniken, all diese Methoden, die wir hier lernen, zielen darauf aus,
eben dieses Leiden loszulassen, dieses Leiden zuerst kennenzulernen, zu erfahren, wie das genau funktioniert und dann den Geist Heilsameren zuwenden, zum einen und zum anderen einfach das Unheilsame mehr gehen lassen, loslassen. Dann nochmal zum Beispiel zurück von der mir die Kartoffeln wegessenden Person. Also wenn ich sie das nächste Mal sehe und merke, dass Ärger oder Missgunst oder Niedergeschlagenheit in mir auftaucht, kann ich diesen Menschen einfach nochmal frisch anschauen, vielleicht sehen, dass er gerade einen Fetzen Papier vom Boden aufliest oder einer anderen Person den Weg frei macht. Qualitäten, die ich persönlich sehr schätze. Das heißt, plötzlich erkenne ich das und dann ist die Person in einem ganz anderen Licht da. Also gestatte ich mir, immer wieder mal frisch hinzuschauen und nicht so den verengenden Blick von eben das ist die oder das ist der, das. Und dann ist das auf immer und ewig eben die oder der. Und vielleicht wollte sie oder er eben nicht mir die letzte Kartoffel wegessen. Das heißt, es war vielleicht gar nicht gegen mich gerichtet. Und ich finde das auch so ein schönes Beispiel, oder? Immer ich im Zentrum des Universums. Es dreht dann alles um mich, es wird mir was weggegeben, oder ich brauche noch mehr. Ja. Und einfach diese Optik mal ein bisschen ändern. Ich hatte in einem Retreat, habe ich sehr viel Metta praktiziert und habe dann reflektiert drüber, was ich tun könnte. Und plötzlich kam mir einfach der Gedanke, was könnte ich geben, was könnte ich weggeben, mit was könnte ich helfen, statt was könnte ich kriegen. Und das war so, sieht ja so was Einfaches. Aber das war so eine überwältigende Erfahrung. Einfach nur den Fokus geändert. Mein Geist war plötzlich einfach ruhig. War einfach Friede. Nur den Fokus geändert. Was absolut Einfaches. Nicht, was kann ich kriegen, sondern was kann ich geben. Das war alles. Das war der Grundgedanke. In Dhammapada, das ist eine Sammlung von Aussprüchen Buddhas, steht: Man kümmere sich nicht allzu sehr um die Fehler anderer Menschen, was sie getan oder nicht getan haben, wie man selber handelt, was man selber unterlässt oder was man selber tut, das sollte man im Auge behalten. Und da liegt recht viel Freiheit, wenn wir merken, dass wir unseres eigenen Glückes Schmied oder unseres eigenen Glückes Schmiedin sind. Wie gesagt, wir können das Universum nicht anders arrangieren, wir können nicht Regen in Sonne verwandeln. Vielleicht gibt es Menschen, die gewisse Kräfte haben, die das beeinflussen können, aber im Allgemeinen können wir das nicht. Aber wir können immer wieder mal schauen, kann ich meine Haltung hilfreicher, sinnvoller gestalten, nur schon dem Regen gegenüber. Ich kann mir einfach einen Regenschutz überziehen, statt mich ärgern, zum Beispiel. Oder was wir hier immer am Nachmittag machen, die Metapraxis, uns immer wieder ganz bewusst unseren Geist in eine hilfreichere, heilvollere, wohlwollendere Haltung bringen. Jedes Mal, wenn es uns in den Sinn kommt, ob wir im Bus sitzen oder wo auch immer, aha, ich könnte ja statt zu grübeln oder statt die Schnellzeitung lesen oder was da so für leichtes Futter immer wieder zur Verfügung steht, könnte ich einfach ein paar Metasätze für mich oder für die Passagiere im Bus sagen. Und ich bin einfach in einer anderen Stimmung nachher. Und es ist so was Einfaches. Aber ich muss mich immer wieder daran erinnern. Buddha hat drei ganz grundlegende Merkmale des Lebens gelehrt. Die wurden schon erwähnt. Das ist die Vergänglichkeit. Alles Materielle, alles Geistige ist prozesshaftes Geschehen. Das heißt, es gibt nichts Dauerhaftes, es gibt nichts Festes. Eben wie wir hier sehen, Gedanken, Emotionen, körperliche Empfindungen, alles ist im Wandel. Daraus folgt eben, dass das Leben nie dauerhaft zufriedenstellend sein kann. Also wir können nie etwas festhalten. Und als dritter dieser Aspekte, es gibt eigentlich keine feste, dauerhafte Substanz. Es gibt keinen
Wesenskern in uns selber. Also es gibt nichts, keine Entität hier drin, die Samuel ist, keine steuernde, kontrollierende Instanz. Es ist alles einfach nur prozesshaftes Geschehen. Und dies vollständig zu erkennen, wirklich durchdrungen zu sein von dieser Erkenntnis, das ist Befreiung. Der Körper verändert sich nicht nur auf der sichtbaren Ebene, auf der sichtbaren ist es eben relativ gut sichtbar. Die Haare fallen aus, sie werden grau, die Zähne kriegen Löcher, sie fallen sogar auch aus, musste ich feststellen, oder man muss sie ausreißen. Falten sind sichtbar, manchmal sind wir krank, wir werden verlassen von unseren Lieben oder wir werden konfrontiert mit Unlieben. Also es ist ständig irgendwas da. Und der Körper selber eben, der ist in ständigem Wandel. Der Körper besteht aus Billionen von Körperzellen. Täglich werden Millionen neue gebildet und Millionen sterben ab. Also wenn wir ganz, ganz fein hinschauen mit einem Elektronenmikroskop, ist da einfach nur Leben, ist einfach nur Bewegung. Es ist nirgends irgendwas festzuhalten. Das heißt, eigentlich sind wir in jedem Augenblick wieder ein anderer Mensch. Unsere körperlichen Empfindungen haben sich, manchmal nur subtil, aber sie haben sich verändert. Unsere Gefühle, Emotionen haben sich ein bisschen verändert. Es sind andere Gedanken im Geist. Eigentlich sind wir immer wieder völlig neu. Also nach 2 Sekunden bin ich nicht mehr derselbe Mensch. Aber was wir aufgrund, glaube ich, unseres biologischen Lebens eben wünschen, ist Sicherheit, ist Stabilität, ist Dauerhaftigkeit. Also um unsere Brut, um unsere Kinder aufzuziehen, brauchen wir einen gewissen Schutz, um eben einigermaßen Garantie zu haben, dass wir uns, dass es uns auch in Zukunft noch gibt. Das heißt, mit dem, was wir hier üben, dass wir üben, die Vergänglichkeit zu sehen, dass uns eigentlich alles wie Sand immer wieder zwischen den Fingern wegfließt, also dass wir nichts festhalten können, mit dem schwimmen wir buchstäblich gegen den Strom. Also Buddha hat das so genannt, wir schwimmen gegen den Strom. Erstens gegen das biologische Muster von Stabilität möchten und zweitens einfach bei uns auch gesellschaftlich eben. Wir haben stabile Häuser, wir unternehmen unglaublich viel, um möglichst lange jung auszusehen und so weiter. Also wir versuchen möglichst was zu erhalten. Und das, was wir hier tun, ist genau das zu durchschauen, dass das eben nicht funktioniert. Und darum ist es eben gar nicht so einfach, diese Praxis, weil es so gegen grundlegende Tendenzen in uns geht. Also nochmals, die Erfahrungen, die wir hier machen, sind einfach die Erfahrungen, wie sie gerade jetzt sind. Wir müssen überhaupt nichts an der Erfahrung ändern. Das Gewahrsein, die Achtsamkeit ist unser zentrales Instrument. Das ist also die Instanz im Geist, die überhaupt wahrnimmt, die sich bewusst ist, was die Wahrnehmung ist. Also dieses Gewahrsein. Und es gibt Traditionen in der Ajahn Chah-Tradition, in der thailändischen Waldkloster-Tradition, wird das Gewahrsein als Zuflucht angeschaut sogar. Und Ajahn Sumedho, ein Lehrer in dieser Tradition, sagt, Gewahrsein ist eine Zuflucht, also Zuflucht ein Hafen, ein sicherer Ort, ein Rückzugsort. Gewahrsein der Veränderlichkeit, der Empfindungen, der Geisteshaltungen, der Stimmungen, der Veränderlichkeit der Materie und der Gefühle. Bleib mit dem, weil dies eine unzerstörbare Zuflucht ist. Es ist nicht etwas, das sich ändert. Es ist eine Zuflucht, der du vertrauen kannst. Diese Zuflucht ist nicht etwas, das du kreierst. Es ist keine Kreation, es ist kein Ideal. Es ist sehr praktisch und einfach, wird aber leicht übersehen oder nicht bemerkt. Wenn du achtsam bist, beginnst du zu sehen, es ist so. Es ist so, wie es ist. Also, dass wir uns in dieser
in dieser Haltung der Beobachterin oder des Beobachters, dass wir uns eigentlich in dieser Haltung irgendwie zur Ruhe setzen können, da drin den Frieden finden und einfach sehen, was da geschieht im Körper, Herz und Geist. Das heißt nicht, dass wir passiv werden und einfach nur noch die Welt betrachten und warten, bis das irgendwie vorüber ist. Aber dass da drin sehr viel Friede liegt, weil dieses Gewahrsein einfach ein weiter offener Raum zu sein scheint. Das Gewahrsein selber ist nicht substanziell, es ist nicht irgendwas, sondern es ist einfach Raum, in dem wahrgenommen wird. Immer wieder sehr interessant zu sehen, zu spüren in der Meditation vor allem, wie reagiert's auf die Erfahrung, die ich im Moment mache. Also zuerst eben das Bewerten, das automatisch geschieht, es ist was Angenehmes, es ist unangenehm oder es ist nicht so spürbar. Das geschieht einfach. Aber was folgt dann drauf? Will ich eben mehr von dem Angenehmen? Versuche ich das zu verlängern, auszudehnen oder wieder zu kreieren? Oder macht's gerade innerlich so und will ich es beiseite schieben, weil es eben nicht so angenehm ist oder einfach nicht in meine Konzepte passt? Oder auf der anderen Seite, ist da Zufriedenheit oder Stolz, wenn ich es eben mal hinkriege, so wie ich es mir ideal vorstelle? Wenn es eben ein bisschen Ruhe ist im Moment. Nicht, um auch dies wieder zu bewerten, sondern einfach, um zu sehen, aha, jetzt ist es so, jetzt ist Stolz oder jetzt ist Zufriedenheit da. Wenn solches Bewerten da ist und wenn es schwierig ist, wenn die Erfahrung schwierig ist, immer wieder der Versuch, kann ich einigermaßen in Frieden sein, auch mit der schwierigen, mit der unangenehmen Erfahrung. Also sogar mit der inneren Haltung von, ich möchte das loswerden. Also es ist eine Erfahrung, die unangenehm bewertet wird. Ich merke, es möchte sie loswerden oder ich möchte sie loswerden. Kann ich sogar mit dieser Haltung einigermaßen Frieden finden? Oder eben immer wieder eins draufgeben, bis ins Unendliche, immer weiter verurteilen und bewerten. Es sollte nicht, du solltest nicht, oder was auch immer. Oder okay, im Moment unangenehme Erfahrung, bewerten, nicht haben wollen, und sie ist trotzdem in Ordnung, einigermaßen in Ordnung. Und das, finde ich, ist schon großer Friede. Ohne irgendwelche super, mega angenehmen Zustände. Einfach einigermaßen in Frieden sein. Es ist also immer wieder eine Frage meiner Sichtweise. Wie schaue ich auf das, was da geschieht? Schaue ich vor allem das Schwierige an, das Schwierige auch in mir, eben das Bewertende, das Abwertende, das Aversive oder das Habenwollende, oder schaue ich mehr, da ist ja auch eine Seite, die einigermaßen in Frieden sein kann. Und kann ich der immer mehr Gewicht geben, kann ich der mehr Wertschätzung, mehr Wohlwollen gegen zeigen. Also kann ich die einfach mehr schätzen, die Seite. Und dann kriegt sie automatisch mehr Raum. Und dazu ist natürlich immer Achtsamkeit nötig, Achtsamkeit als zentrales Mittel unserer Praxis. Wenn wir nicht achtsam sind, können wir gar nicht sehen, nicht erkennen, was überhaupt vor sich geht. Und das, wie wir hier immer wieder sehen im Retreat, erfordert ein ziemliches Maß an Energie, an Dransein. Dass wir uns immer wieder, manchmal fühlt sich das ist ein bisschen eine Sisyphus-Arbeit, zum tausendsten Mal heute schon, so komm zurück, spüren, Emotionen wahrnehmen, Gedanken wahrnehmen und schon wieder Geschichte, wieder zurückkommen. Immer wieder dasselbe, oder? Es gibt eine Geschichte, Jack Hornfield ist ein kleines Hündchen. Unser Geist ist wie, wir müssen mit ihm wie mit einem kleinen Hündchen umgehen, das wir dressieren. Wir schlagen dem nicht den Stecken auf den Kopf. Wir wissen, das ist jetzt halt noch, das kleine Hündchen geht da und dorthin und wir ziehen einfach an der Leine und reden ihm gut zu, komm wieder zu mir, du läufst jetzt neben mir. Ja, ist einfach, und so können wir mit unserem Geist ganz liebevoll, wie ein kleines Hündchen, einfach immer wieder zurück.
Roger Federer wurde einmal in einem Interview gefragt, was das Geheimnis seines Erfolges sei. Und er antwortete in Englisch mit drei P's. Patience, Perseverance und Perspiration. Also Geduld, Beharrlichkeit und Schweiß, also Arbeit. Und gerade die Geduld und die Beharrlichkeit, das sind zwei sehr wichtige Qualitäten, die wir hier üben. Also in buddhistischen Modellen sind die sehr, sehr wichtig. Also die sind uns sehr, sehr hilfreich. Und ich gebe dem Buddha das Schlusswort. Weil sich das Sandelholz gut und leicht bearbeiten lässt, ist es vorzüglich geeignet, erlesene Dinge daraus zu schnitzen. Ebenso ist es mit dem Geist. Wer ihn durch Übung und Geistesschulung gezähmt hat, kann viel erreichen. Danke für die Aufmerksamkeit.